Ah, plopp. Liebe Grüße aus dem Wald. Das ist eine Live-Schaltung. Mal was ganz Witziges. Ich finde es echt geil. Also, stellen wir uns mal vor, es ist unser Fichtenwald jetzt hier im Servus TV Kochstudio. Einfach Gaudi, okay? Also, es geht um Eierschwammerl. Jawohl. Für das Eierschwammerlgericht brauchen wir Eierschwammerl, Tagliatelle, Speck, Schalotten, Knoblauch und Petersilie, Obers, Bergkäse und Gewürze. Der Preis für 4 Portionen 16 Euro. Wo gibt's die Schwammerl? Natürlich im Wald. Das finde ich geil. So, Wald hat ausgedient. Fertig. Die Schwammerl der Länge nach kleinschneiden und Schalotten, Knoblauch und Petersilie zerkleinern. Dann die Pasta in kochendes Wasser geben. Wichtig ist, Wasser sollte sprudelnd kochen. Okay? Ich mache auch keine Butter und sowas da rein oder Öl. Das mache ich erst zum Schluss. So. Hinein. Hier Speck dazu in die Pfanne. Dann machen wir gleich die Schalotten dazu und den Knoblauch. So, schwenk, schwenk. Schalotten dazu, Knobi dazu. Perfekt. Und wieder schwenken. Jawohl, jetzt sehen wir hier auf Volldampf. Und die Schwammerl sind schon parat. Und die auch jetzt dazu. Wie geht's eigentlich den Nudeln? So, Pasta, nicht vergessen. Und schwenken. Schwenken kann man nie zu viel. Ein Männlein steht im Wald. Oh, sehr geil. So, Pasta nicht übersehen. Und die Schwammerl würzen. Pfeffer. Ja, Salz. Etwas Gemüsefond oder Geflügelfond oder Rindsuppen, was ihr gerade da habt. Obers. Bisschen. Jetzt noch mal ein kleiner Tipp für die Pasta. Ja? Alles, was auf der Packungsangabe da steht, wie lange es braucht, vergisst es. Probiert immer die Nudeln, so wie ihr sie haben wollt. Nicht wie die Packung das will. Und zwischendrin natürlich mal probieren. Fein. So, Pasta ist fertig. Jawohl, und da hinein. Dann Obers schlagen. Haben wir das richtige Hemd heute ausgesucht. Ich schaff das! Ich hab's geschafft. Okay, passt das da? Das ist das. Okay, Leute, da noch ein Gummimax. Glaubt, wenn das meine Frau sieht, dass ich mich so bewegen kann. Ne? Ich muss wieder auf Modus runter, sonst muss ich zu viel zu Hause machen. Den Schlag noch zu den Schwammerl geben. Petersilie erst jetzt dazu, sonst wird sie grau. Und die Pasta dazugeben und gut durchmischen. Und anrichten. Das ist eine super coole Geschichte, als alleinstehendes Gericht natürlich. Aber auch Beilagen jeder Art. Es passt zu Geflügel, es passt zu Wild, es passt zu Lamm, es passt zu allem. Und einen guten Bergkäse drüber. Keine exotischen Sachen, sondern einfach richtig schlichtweg etwas Petersilie. Und ratzfatz steht die Schwammerl schon wieder im Wald und ist nett angerichtet. Und der Baum bleibt auch stehen. So, und fertig ist meine Eierschwammerl-Tagliatelle. Also, dieses Rezept natürlich wie gewohnt bei uns auf der Website www.servustv.com und bei Facebook nicht vergessen. Gefällt mir, okay? Servus am Morgen, Facebook. Bis bald.